An Twitter brennt immer. Was geht ab, Stuntmeister? Holy shit! Hochinlassen. Alter! Was geht? Da ist er, Freunde! Was gibt's denn so, was du guckst? Ich weiß gar nicht, was ist in den Trends? Schaut das Video. Bro, what the f... Die Prank Bros. Gibt's denn nicht noch? Was? Was? Gibt's die noch? Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Die gibt's noch? Doch, die gibt's wirklich noch. Calvin und Marvin. Bro, die sehen aus, die erinnern mich immer an diese Killer Bros von Breaking Bad. Checkst du? Die auf dem Parkplatz alles abschuten, checkst du? Oh, ja. Die Mutterficker hier, die meine ich. Boah, das sind wirklich so die, das sind deutsche Prank Bros. Reakte doch mit Chapo auf deine TikTok-Likes. Ja, um Gottes Willen. Doch, können wir eigentlich machen. Aber ich like eigentlich nur so, nee, also es ist glaube ich nicht spannendes einfach. Das sind eigentlich immer nur Videos von meinen Songs. Oh, das fand ich witzig. Das fand ich gut. Die Zeiten härter geworden. Leute, Icke. Bro, das fand ich frech, Bro. Friedel Achten, irgendwann sehe ich den. Irgendwann treffe ich den. Irgendwann treffe ich Friedel Achten und dann trinken wir ein Bier. Leute, so. Icke. Die erste EP von Philo ist draußen und wir gehen da jetzt Song für Song. Was ist seit Tag 1? Was ist schon dabei? Hose, Baggy, T-Shirt, weit. Kette, golden, was für Eis. Für mich, glaube ich, der rundeste Song der EP. Stabiler, random-ass YouTube-Beat mit einem fetten Feature. Als ich den zum ersten Mal gehört habe, war ich legit impressed. Ist ein Hit. Stark, sich für die erste EP gleich ein Kira-Instrumental zu holen. Ich ahne extrem den Internetanbieter-Hass. Ich mag die SSEO, Chata, Kash Kash. Das fand ich krass, dass er das aber direkt gedickt hat, dass dieses Kash Kash von diesem SSEO, Chata-Ding ist, weil es gibt es ja in voll vielen Songs, dieses Kash Kash. Anspielung, es ist ein guter Track, aber jetzt auch kein Überbänger. Lieber Gott, danke, dass ich nicht so hässlich bin wie Philipp Hopf. Danke, dass ich viel Geld hab und kein Boss. Ein unfassbar dummer und dadurch auch lustiger Song. Philo und Menasmos ist einfach ein Match made in heaven. Und ich feiere diesen 16-Bit Arcade-Synth im Hintergrund übelst. Ey, was für Eis, Matcha Latte, ich trink Wein aus der Flasche. Der Song hört sich an, als wäre er irgendwie eine 10 Jahre alte Demo. Der macht jetzt nicht sau viel mit mir, aber schlecht ist er auch nicht. Das Feature ist okay. Boah, das fand ich richtig frech. Das Feature ist okay und die Kamera ist gut. Geiles. Topschnitt, Bukuhina. Ich bin Großverdiener. Durch asoziale Lieder in mein Portemonnaie ist Lina. Ein Beat, der absolut krank scheppert und safe sau Bock beim Feiern macht. Aber irgendwie hätte ich mir da gerne noch ein Feature gewünscht. Zum Beispiel Ikimel, aber auch okay, so. Bro. Solider Song. Dann wäre fast ganze Dings Feature gewünscht. Muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel dazu sagen. Das ist ein kranker Hit. Dank Rasenschach ist Philo jetzt auch bei einigen als Musiker auf dem Radar. Aber to be honest, außerhalb der EM knallt der weniger. Aber für die paar Wochen das ist auch, war der schon krass. Das ist auch low-key irgendwo Facts. Ich muss aber sagen, der hat eigentlich erst so einen richtigen Peak gehabt nach der EM. Also das ist auch... Er ist ein Hater, Bro. Friedel Acht ist ein Hater, hä? Was das, macht er? Das Ding ist, ich habe den gar nicht so als... Auch wenn es natürlich ein EM-Song so, aber gar nicht so als EM-Song so in dem Moment aufgenommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Für mich war es einfach ein Banger. So. Krass. T-U-R-B-O, das ist Turbo, Junge. Ich laufe nicht, sondern fast guter. Ich hab hoher Lunge. Finde ich den Schwächsten auf der EP. Die Hook nervt mich nach einmal hören schon. Das ist auch krass. Bruder. Das meine ich halt, das ist halt, das ist Meinungsblogger, weißt du? Das ist halt nichts mit, ja, aber soll er ja machen, aber ich mag es nicht. Ja, ich check. Ganz ehrlich, der Song könnte nur aus Furz-Samples gebaut sein und ich fände ihn trotzdem krank lustig wegen der ersten Line. In einem Mustang-Outfit sitzt perfekt, weil ich rede nicht im Plusquam. Diese Plusquam fand ich aber auch gestört, diese Zeile. Wirklich? Ja. Ey, das bedeutet mir wirklich was, ne? Weißt du, was von dir mein Lieblingssong ist? Sag. Rate? Er ist woanders. Echt, ja? Den finde ich so krank. Aber das ist auch Krankheit gewesen. Heineken im Blim und ich mach mich auf die Hand. Kranker. Mann, der ist geil. Ich weiß auch nicht, in welchem Ding. Alkohol. Ist man Sanitäter in der Not? Alkohol. Das haben wir auch mit Absicht gemacht. Ich habe nämlich hier. Heineken im Blim und ich mach mich heute. Dicker. Bier. Das so, auf den. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Ja, da hast du mich, glaube ich, markiert und da.
Ja. Hab ich irgendwie reagiert. Irgendwas hast du gemacht, ja. Und der hier war dann neu. Alkohol ist mein Sanitäter in der Not. Alkohol ist mein falsches Rettungsboot. Weißt du, was insane wäre? Also nächstes Jahr steht es ja wieder an, das war ja dieses Jahr. Nächstes Jahr fahre ich wieder, ich fahre jedes Jahr im Sommer, ungefähr zum gleichen Monat fahre ich hin und wir testen mehr Bier. Willst du mit? Bruder, ich bin auch 100% bin ich dabei, weil das ist doch auch im Norden, oder nicht? Ja, das war am allerersten Video schon. Okay, die Deutschrap-Line geht folgendermaßen. Heideken, zu diesem Bier gibt's eine Deutschrap-Line. Hörst du Deutschrap, Stefan? Nee. Okay, die Deutschrap-Line geht folgendermaßen. Heineken-Emblem und ich mach mich heute behindert, Dicker. Tischgeräusch war normal. Kein Glück. Das ist kein. Aber das muss passieren. Der vierte Teil muss mit dir stattfinden. Kennst du Nick Ulrich, gell? Ja. Bist du cool mit ihm? Cool? Hast du den Song gesehen? Und dann haben wir auf Joke. Er sieht auch aus wie ein Affe, ne? Er ist ein fucking Legende, Alter. Guck ihn dir an. Das war doch das alte Ding hier, schön mit Kölschfass im Hintergrund, immer gezapft. Okay, was ist das Thema? Wollen wir auch nur generell frauenverachtende Musik oder Themen, also so wie Sexkino-mäßig Thema? Das Thema ist ja Sexkino. Ja, ja. Sonntag wird immer ein Sexkino. Dann müssen wir eigentlich Atemlos machen. Okay, Autobahn A10. Ich bin wieder. Der scheiß Autotune muss runter. Steif, reiß mir eine über den Pisser und dann hau ich wieder rein. Wie so. Geil. Aber wir machen ohne Autotune. Ja? Ja, ja. Spannend. Okay, ich muss mehr aufhören. Wollen Berliner aber? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, Ekel. Ekel, Autobahn A10. Ich bin wieder steif. Reiß mir eine über den Pisser und dann hau ich wieder rein. Ja, ich bin Oberarztengeil und sie ist Oberaffengeil. Wie er sich freut auch. Eine übern Pisser und dann hau ich wieder rein. Ja, ich bin Oberarztengeil und sie ist Oberaffengeil. Ich hau ihr in die Fresse und dann fass ich unter das Kleid. Dieser Bastard. Ist das krass? Wir ist eigentlich zweitlos werden. Ja, 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 schämt sich richtig. Weiter. Weiter. Ich hau ihr in die Fresse und dann fass ich unter das Kleid. Ich will keinen Sex, ich will nur Gewalt. Hier hat jemand geschrieben, ist nur lustig. Verpiss dich hier, hau ihr ab. Wer hat das geschrieben? Ein kleiner Twink. Chat, ihr versteht, dass das hier wirklich gerade das ist der unkonventionellste Stream, oder? Hier. Wirklich Certified Hood Classic, hat jemand geschrieben, stimmt. Genau, wir spielen hier einen Charakter. Halt dein Maul, ja, zeig mir deinen Spalt. Hey, zeig dein Spalt, zeig die Fotze, Baby. Mach die Fresse auf und schau nach oben. Hier kommt Rotze, Baby. Ja, ja. Scheiße. Dein Spalt, zeig die Fotze, ja, Baby. Du bist mein. Das sind 20 cm aus dem Osten, Baby. Ist das krass? Ja. Autobahn A10. Ich bin wieder steif, reiß mir eine übern Pisser und dann hau ich wieder rein. Ja, ich bin Oberarztengeil und sie ist Oberaffengeil. Ich hau ihr in die Fresse und dann pack ich unters Kleid. Ich will keine Liebe, ich will nur Gewalt. Halt dein Maul, zeig mir deinen Spalt. Hey, zeig dein Spalt, zeig die Fotze, Baby. Ja. Du bist meine Atzenlady. Fresse auf, hier kommt ein halber Liter aus dem Osten, Baby. Das ist so krank. Zeig mir deine Titten! Ja, jetzt Mann, wird ihr fickt. Ich nehme auch ne dicke. Ich nehme sie heute mit. Ich will keine Modelweiber, ich will fette Schlampen. Ich wick sie in die Fresse und dann fahr ich ab zur Tanke. Hol ne Rolle Zeber und dann wisch ich ihr die Fotze ab. Geh nochmal zurück und kauf ne kleine Pulle Apfelschnaps. Ficken auf den Dienstag oder ganze Woche. Du kannst mir ihn blasen, Baby, oder mir was kochen. Sind die vier Titten oder bin ich nur besoffen? Rein ficken, zeig mir deine Fotze. Ficken auf den Dienstag oder ganze Woche. Du kannst mir ihn blasen, Baby, oder mir was kochen. Sind die vier Titten oder bin ich nur besoffen? Rein ficken, zeig mir deine Fotze. Ich bin nicht immer so, glaub mir, ich bin manchmal anders. Sie greift an meinem Geld und ich greife sie am Tanga. Ich hab das Taxi schon bestellt, Püppi, jetzt können wir anfangen. Das ist so eine barbarische Line eigentlich, ne? Ich hab das Taxi schon bestellt, Baby, jetzt können wir anfangen. Ist so krass. So, es dauert so 30 Sekunden, danach bitte gehen. Zuerst fixte mich und danach die ganze Mannschaft. Spanzplatz Olympiade und du hast die Goldmedaille. Hier kommt die Faust direkt in deine Scheide. Wo
Boogie Woogie Zirkus Action. Ich will deine Möse lecken. Ich fix sie im Hinterhof und nicht in den schönen Ecken. Ich lasse reiten, als wär ich im Wilden Westen. Lass ihr testen, weil ich fick nur ohne Gummi, das am besten. Was für HIV, ich kenn nur AID, ist das die Sekt, halt deine Fresse. Ich brauch eine neue Schlampe und Arsch auf den Make, Schemel, Fotze, spreiz die Backen. Wir haben noch was vor, also lass sie lange schnacken. Fotzen, Wasser, gurgeln und dann ausspucken, Bitch. Mein Riesencock auf dem Beifahrersitz. 2 Minuten labern und direkt reingespritzt. Auf dein geiles Gesicht, Schlampe, life is a bitch. Sie will gerne kuscheln, dafür reicht mir das nicht. Sie fragt, und wie war ich, Großer? Ja, ja, geil, war sie nicht. Ich hab 2 Teile in der Tasche und ne Fotze auf mein Pimmel. Ich komm zwar nicht in die Hölle, aber auch nicht in den Himmel. Ich bin hier Sex, Sex, Muckimann, Mr. Geiler Prolet. Nach dem Sex ist auf mein Schwanz ganz viel Scheiße im Sekret. Reinspritzen, abwischen, Baby, das ist Aussie-Style. Ihr kommt zu dritt und es geht trocken in die Fotze rein. Ich finde seine Stimme eigentlich todestaff sogar. Yeah. Baby, das ist Aussie-Style. Wir kommen zu dritt und es geht trocken in die Fotze rein. Wir sind doppelt geil, Nick und Philo Doppelstyle. Wir haben Swag und einen steifen Schwanz, der koppig rein. Blöd, ihr fickt und weggeschmissen, Baby, du musst gehen. Ich will noch einmal richtig voll pumpen, gerne hoch im Stehen. Gib dem Fatiman Tuschikläne und dann gehst du tauchen. Die beiden Titten kannst du später noch hier brauchen. Abiball zu Abiball, ich bin grad am Scout. Manchmal ist im Sommer, komm mal her, Püppi, und trau dich. Im Januar ist Tourchat und ihr könnt wahrscheinlich ab nächster Woche Tickets holen.